Die Volkshochschule Hietzing war Schauplatz der zweiten Informationsveranstaltung der ÖBB. Es wurde in der detailreichen Ausstellung über das Projekt Verbindungsbahn Neu informiert. Wir haben hier die aktuellen Pläne ausgestellt, wie sie dem derzeitigen Planungsstand entsprechen. Sie sehen im Hintergrund die Darstellung der Haltestelle Speising, hier auch schon in einer Visualisierung. Wir haben bei den Haltestellen die Funktionalitäten, die funktionellen Zugänge und auch Teile der Gestaltung hier schon sehr gut dargestellt und können das der Bevölkerung entsprechend darstellen. Wir haben weiterhin hier einen großen Bodenplan ausgestellt, in dem man die Strecke physisch begehen kann, auch dort mit den Merkmalen der Strecke entsprechend dargestellt. Des Weiteren haben wir einen langen Bodenplan, der also hier auch die gesamte Strecke abbildet. Und anhand dieses Wandplanes können wir die einzelnen Bereiche selbst auf die Hausnummer genau mit den interessierten Besucherinnen hier örtlich genau darstellen und mit ihnen besprechen die Situation. Wir haben hier auch Informationen über den Schallschutz, das Thema des Lärmschutzes, das die Bevölkerung natürlich auch sehr bewegen wird, grundlegend dargestellt. Es geht darum, der Bevölkerung zu zeigen, wie die Rechenmethodik funktioniert, worauf zu achten ist, welche Unterschiede in den Lärmschutzmaßnahmen es hier geben wird. Wir haben in dem Projekt im 13. Bezirk einige Bahnquerungen, unter anderem 6 Eisenbahnkreuzungen. Diese 6 Eisenbahnkreuzungen, wenn ich sie im Sinne der Kilometrierung aufzählen darf, sind die Aufstraße und die Hietzinger Hauptstraße. Diese Eisenbahnkreuzungen werden durch die Hochlage ersetzt und sind zukünftig jederzeit frei befahrbar. Die Station Hietzinger Hauptstraße, in der sind dann Querungsmöglichkeiten im Stationsgebiet in großer Zahl vorhanden, sodass man auch zukünftig von der Straßenbahn 58, zukünftig der 10er, zu den Autobussen, die Richtung Obersankt Veit fahren, ohne Unterbrechung durch Schranken queren kann. Die Rad- und Fußwegquerung bei der Beckgasse bleibt unverändert und auch während der gesamten Bauzeit offen. Die Querung bei der Speisinger Straße, die derzeit für Radfahrer und Fußgänger begehbar und benutzbar ist, wird im Zuge der Stationseingliederung zu einer Fußgängerquerung jederzeit möglich. Die großen Straßenquerungen Hofwiesengasse und Stranzenbergbrücke bleiben weitgehend unverändert und sind weiterhin für den Verkehr ständig benutzbar. Im Bereich des sogenannten Eisenbahnkreuzungsmoduls, der sich aus den Kreuzungen Feitingergasse, Jagdschlossgasse und Versorgungsheimstraße zusammensetzt, suchen wir hier technische Lösungen. Diese Planungen sind noch nicht abgeschlossen, sie sind in Ausarbeitung und wir werden die Kriterien, die uns die Bevölkerung hier in diesen 3 Tagen der Ausstellung mitgibt, sehr wesentlich berücksichtigen in den weiteren Planungen und auch in der Beurteilung der sich hier ergebenden Varianten. Aus heutiger Sicht ist der Baubeginn für 2022 vorgesehen. Wir werden voraussichtlich im Jahr 2021 mit Vorarbeiten beginnen. Die werden sich aber im Wesentlichen auf den Bereich des Bahnkörpers, Kabelumlegungen, gewisse Baufeldfreimachungen beziehen, sodass die Bevölkerung im Wesentlichen von den Baumaßnahmen von 2022 bis 2025 betroffen sein wird. Für die Bevölkerung steht selbstverständlich die Projektleitung nach wie vor für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Das Beste ist die E-Mail-Adresse verbindungsbahn@oebb.at. Diese E-Mails werden von uns selbstverständlich beantwortet. Wir werden die Informationen dieser Ausstellung im Internet zur Verfügung stellen. Es wird auch das Video in Kürze im Internet zur Verfügung stehen und kann dort auch selbstständig betrachtet werden. Wir haben heute schon eine Folgeveranstaltung im Herbst, voraussichtlich November 2017, ins Auge gefasst, wo wir die Bevölkerung voraussichtlich an der gleichen Stelle hier in dieser Volkshochschule wieder über den dann vorliegenden Stand der Planungen informieren wollen.